kann ich nicht einfach so über meinen Kopf hinaus bestimmen. Weiß. Ah ne, ich habe ja jetzt. Naja. So, das ist das Fenster. Schon krass, ne? Wir haben das ja heute alles abgerissen wieder. Und da sieht man ja, um was das hier erweitert wurde. Schon heftig. Wir bekommen doch jedes Mal, wenn wir im Chat helfen, einen tollen Stream und eine nette Unterhaltung. Oh, das ist aber süß. Dankeschön. Das freut mich, dass er ja so gefällt auf jeden Fall. Das finde ich cool. Freut mich. Eine Kleinigkeit. 500 Euro? Nein. 500 Euro. Der Zocker ist direkt mal wieder am Übertreiben, ey. Gerda, das so also vor. So, aufgeknuspert. Niemals. War's lecker. Ja. Das ist fein. Oh. Entweder zwei Fenster drin. Super! Ja, aber ich, jetzt weiß ich nicht, wie du das wirklich machen willst. Alle flach oder wie hier mit so einer Rundung, also mit so einer Spitze rein. Das weiß ich auch noch nicht. Wie hättest du es denn gerne? Also bei dem Dreierfenster sieht das schon cool aus mit der Spitze drin, ne? Ja. Die Frage, bei welchen wir das machen können. Ja. Das sieht nämlich echt cool aus mit der Spitze da drin. So. Jetzt würde ich mich mal an den Gewölben da versuchen wollen. Und zwar will ich, da mache ich das mit einer anderen Methode. Ich suche mir in etwa die Mitte und dort baue ich mich hoch und zu den Glowstone hin. Und dann baue ich vom Glowstone aus drumrum. Okay. Ich muss hier bloß mal gucken, auf welcher Höhe diese Glowstones sind.
Würde ich den genau noch drin sein, ne? Ja, habe ich. Damit ich genau die gleiche Höhe bei diesen Gewölben hier habe, dann. Einfach mal hinstellen, um später es wieder abreißen zu können. Genau. Ja. Das ist der Plan. Da sind wir geübt drin. Richtig. Das muss ich mal rauskriegen. Was? Wie hoch dieser Glowstone ist. So. Und zwar geht es doch mit... F3, ne? Die Höhe. Oder was brauchst du? Ja. Ja, die Höhe machst du mit F3. Welche ist denn das? Die X? Höhe ist... Warte... Y. Zwölf? Echt? Oh. So niedrig? Also ich bin gerade auf 91 bin ich gerade. Also der Boden hier im Dom ist 91er Höhe. Kann ich dann auf 112 sein? Das wäre eine 11er Höhe. Oder? Nee. Ich stehe doch. 21. Ich stehe auf so einem Glowstone jetzt, wenn der. Das wäre 21 dann. Wir sind, also kann nicht sein. Ich bin auf Höhe 91 und du bist auf 100. 12. Ja, das sind 21. Ja, das kann sein. Okay. Also 112. Okay. Wo geht der Weg runter? Hier. Da. Ach, hier ist das Glas und ich such das schon. Meint ihr die Felder und der Zocker so? Oder so? Uff. Ja. Kommt. Könnt ihr entscheiden, wird euer Fenster. Oder sucht euch mal vier Farben aus. Die aber auch irgendwo ein bisschen zusammenpassen. Und davon werden dann zwei Fenster gemacht. Ich mag Lila als Farbe mehr, glaube aber, dass Grün besser aussehen wird. Okay.
habe ich jetzt den Rand hier richtig rum? Ich's mir wurscht. Wir können auch das hier so machen. Alles zugeschneit. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. Können wir das Viererfenster mal nehmen. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Yeah. Joy to the world, the Savior. Ach so, hast du die Spitzhacke? Nö, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich fiel mir gerade so ein, falls ich mich verbauen sollte. Nee, die habe ich nicht. Okay. Einfach mal hinstellen, uns wieder abreißen zu einer Sigi. No more than sins and sorrows grow. So, Delle? For as the curse is found. Da. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love. Wozu ist der Knopf am Eingang da? Ich hatte aus Versehen nicht diesen Knopf da mal gemacht, anstatt Stickies. Und das ist dann jetzt so. Ja. Das ist die Klingel. Die Klingel. Jetzt richtig? Okay. Cool aus. Was jetzt? Und jetzt. Amat.
Rot. Okay. 12 stehen, dann kommt da der Glowstone. Nur die Mitte finden. Mitte von dem Krumpelding hier. Könnte ja hier. Ich glaube, geh mal in den Game Mode, um von oben runter zu gucken. Ja, mach das. Ja, die Wölbe setzen würde. Das ist eine Ellipse. Hat man jetzt orange oder gelb? Orange. Ungefähr hier. Nochmal. Da haben wir aber auch schon rot. Okay. Das hier und dann. Würdest du ein Spiel spielen, weil es jemand von dir verlangt? Verlangen? Nee. Man kann jemanden fragen, hey, könntest du das mal spielen oder so? Und entweder kommt ja dann etwas oder halt eben nicht, ne? Aber jemanden dazu zwingen, etwas zu spielen, weiß ich nicht. Ist schon sehr schwer. Oh. Bei mir kommt es drauf an, wer es verlangt. Ja, weiß ich nicht. Ne? Das ist ja jetzt, wenn ich zum Beispiel von dir verlangen würde, WoW zu spielen oder so, wo du sagst, boah, das ist überhaupt nicht meine Genre. Es ist ja auch genreabhängig. Ne? Ich würde zum Beispiel nie ein Horrorspiel oder sowas spielen, weil es einfach nicht meins ist. Ne? Also, verlangen ist immer so eine Sache. Ist dann noch ein Spiel, wenn man es zu einer Pflicht macht? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, man merkt ja auch dann bei dem anderen, dass dann auch nicht wirklich eine Lust dahinter ist, ne? Wenn man dazu gezwungen wird. Gut, verlangen in Anführungszeichen, sagen wir Fragen. Ja, Fragen, ja. Wenn es ein Typ mit einer Knarre ist, dann wird es. Ja, okay. Hey, dann würde ich auch sagen, okay, ich zock's. Aber sonst, nein. Ach, stimmt, wie macht man das denn nochmal? Ist hier gerade gruselig. Gruselig? Ja, weil ich hier oben rumbohne. Ach so. Ich
dachte, und du fürchtest dich jetzt auf einmal vor mir. Nein, Steffi. Kommt dann auf das Spiel an. Ja, richtig. Es ist halt, na, das Spiel und halt auch, wie ich dachte, das Genre, ne? Spielt halt auch eine starke Rolle. Jetzt gucke ich hier schon wieder in diese Truhe rein. Dann mache ich mir hier auch drei. Ich muss mir hier erstmal eine Plattform bauen, sonst ist es so schockierend weit oben. Ja. Dota zum Beispiel würde ich ausprobieren. WoW zum Beispiel eher weniger. Ja, das ist bei mir genau andersrum, weißt du? Komm gerade drauf, weil Gronkh gestern Grimtales gespielt hat, weil es eben erwartet wird und es eben Ike keinen Spaß macht, sagt er zumindest. Das ist halt seine Sache, wenn er sich das von seinen Leuten da aufzwingen lässt. Okay, wenn er das meint, dann so machen zu müssen, dann ist das halt sein Ding, ne? Bei ihm ist es ja eigentlich auch sein Beruf, ne? Ja, aber nicht zwingen zu lassen, dazu etwas zu spielen. Naja, er ist da anders in der Pflicht, wenn er davon lebt. Du lebst ja nicht davon. Ja. Da hast du es in dem Sinne einfacher als Gronkh. Ja, er kann aber sich im Prinzip kann er ja eigentlich, egal was er spielt, spielen. Die Leute gucken's. Ja. Weißt du? Aber wenn es deine Arbeit ist, eigentlich muss er sich nichts aufzwingen lassen, weil er ist der Chef. Nee, eigentlich nicht. Na? Aber ich kann auf Arbeit auch nicht sagen, das mache ich jetzt nicht. Ja, aber er ist ja sein eigener Chef, ne? Also. Ja. Aufzwingen lassen, dann ist das selber schuld. Ja, weil der Mann ist erstens mal alt genug, um zu wissen, was er machen möchte. Und er ist nun mal sein eigener Chef. Und wenn ich mein eigener Chef wäre, würde ich mir im Prinzip von meinen Angestellten nichts sagen lassen. Nee, das sind nicht seine Angestellten, das sind seine Kunden. Und von deinen Kunden lässt du dir schon was sagen. Ja. Weißt du? Ja, ja. So. So sehen die eigentlich aus immer. Aber du bist hier so eine Säule. Na, und du gehst ja halt auch ganz anders an ein Spiel heran, ne? Wenn du da sowieso keinen Bock drauf hast. Ja, also bringt's eigentlich nicht. Ja. Na. Und das Schlimme halt ist, das hat jetzt nichts, wie soll ich jetzt sagen, das soll jetzt nicht negativ gemeint sein, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass halt viele Kinder zugucken. Und, ja. Und das ist das Schlimme daran. Da hat man ziemlich so Verantwortung. Das ist noch nicht mal so wirklich das Erwachsene dir zusehen, sondern wirklich eigentlich Kinder. Und wenn Gronkh ist auf dann, uns handeln, die auch als Erwachsene noch zugucken. Ja, aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Wenn Gronkh sich dann davon so beeinflussen lässt, ja, dann muss er das halt machen, ne?
Würdest du ein Spiel spielen, obwohl du keine Lust drauf hast und du es aber musst, weil du davon lebst? Nein. Mir ist es eigentlich egal, was er spielt. Wenn ich Gronkh gucke, finde den Typen halt super sympathisch. Ja, richtig, genau, das ist es. Ich gucke mir ja einen Streamer an, weil ich den sympathisch finde und nicht, weil der jetzt nach meiner Nase pfeift oder so, ne? Aber das ist halt wieder, ja. Es gucken halt leider, leider Gottes viel zu viele Kinder. Das siehst du ja auch an Spielen. Ne, zum Beispiel, mein Bruder spielt es mittlerweile ja auch wieder. Zum Beispiel, das ist das geilste Thema überhaupt, World of Warcraft, ja. Als das damals erschienen ist, da waren, glaube ich, 12 Millionen oder so, die es gespielt haben. Ja. Und die hatten ihr eigenes System gehabt, so wie es sein sollte, so. Und dann gibt es halt immer wieder Kinder, die möchten det haben und möchten dat haben. Das ist mir aber zu schwierig und das ist mir zu schwierig. Wenn ihr das nicht ändert, dann spiele ich das nicht mehr. Ja, also gehst du halt auf die ganze Kinderscheiße dann auf Deutsch gesagt ein. Ja, dann machst du ja damit ein richtig geiles Spiel im Prinzip mit kaputt. Alles, alles traurig. Ich kriege im Moment gerade eine ganz andere Krise. Hier ist nebenan ein Kind aufgewacht und weint und der Vater brüllt es gerade zusammen. Stehe ich jetzt auf und gehe rüber? Nee, halt dich da besser raus. Aber das arme Kind. Ja. Kinder, die nachts aufwachen, haben Angst. Ich verstehe dich da schon, aber da einmischen ist nicht gut. Da hilft diesen Kindern keiner. Ich glaube, du hast dich beim Fenster verbaut. Bei welchem Fenster, wo ich jetzt gerade dran bin? Wo ich jetzt gerade dran bin, die Feder. Ist das kein Dreierfenster hier? Wenn es danach geht, muss man ja im Endeffekt alles spielen. Ja, ist so. Wenn es danach geht, dann musst du wirklich alles bieten. Und das geht halt einfach auch zeitlich gar nicht. Weil viele vergessen ja auch, das, was du ja aufnimmst, musst du ja auch alles verarbeiten. Na, guck mal, wir nehmen jetzt schon seit. Wann haben wir angefangen? 7 Uhr, ne? Irgend so was, ja. So, wir haben jetzt gleich 12. Das sind 5 Stunden. Das muss ich auch erstmal alles wieder verarbeiten, ne? Das kommt ja alles noch auf YouTube. Und das vergessen halt viele, dass das Bearbeiten von diesem Material unheimlich zeitintensiv ist. Noch nicht mal das Aufnehmen. Das Aufnehmen ist ein kleineres Übel davon. Ja, ich kann mir zumindest keinen Reim drauf machen, nach welcher Struktur du das baust. Das Gut. können wir auch nicht. Gut, wie viele Spiele gibt es? 50 Millionen? Kein Problem. Alles klar, der Zock kann dann fangen wir mal an.